Woher stammt die Kraft, die diese Kugel mit Masse m des Pendels nach unten links beschleunigt, sobald man sie loslässt? Am Anfang haben wir diese Situation, wir halten die Kugel fest. Aber sobald wir die Kugel loslassen, bemerken wir, dass sie in dieser Richtung und in diesem Richtungssinn beschleunigt wird. Die Ursache von dieser Bewegungsänderung muss eine Kraft sein und die Frage ist, wo kommt diese Kraft her? Auf den ersten Blick könnte man denken, dass die einzige Kraft, die auf die Kugel wirkt, ihre Gewichtskraft ist, die sie aber senkrecht nach unten zieht. Wir zerlegen diese Gewichtskraft in diese beiden Komponenten. Die eine Kraftkomponente längs des Fadenpendels und die andere Komponente senkrecht zum Fadenpendel. Mit dieser Kraft N zieht die Kugel längs der Kordel an diese Decke. Die Decke bewegt sich aber nicht und verformt sich auch nicht. Also, laut dem dritten Gesetz von Newton, das heißt laut dem Gesetz von Aktion und Reaktion, reagiert die Decke auf diese Aktionskraft mit dieser Reaktionskraft, die der Kraft N genau entgegengesetzt wirkt. Die zwei Kräfte, die also auf diese Kugel wirken, das sind einerseits die Gewichtskraft und andererseits diese Reaktionskraft der Decke. Ich setze diese Reaktionskraft so, dass sie denselben Ursprung hat wie die Gewichtskraft. Also ungefähr so. So geht. Das sind die zwei Kräfte, die auf die Kugel wirken. Und die Gesamtkraft, das heißt die Summe dieser zwei Kräfte, das ist diese rote Kraft und es ist genau diese rote Kraft, die wir suchten. Die resultierende von G und R, das heißt diese Kraft F, beschleunigt die Kugel nach unten links, je nach dem zweiten Gesetz von Newton, das heißt dem Grundgesetz der Dynamik.